willkommen zur InDesign Challenge 10. Das Thema ist dieses Mal Gegensätze. Danach richtet ihr diesen Raum hier ein und teilt ihn dann mit der Community. Das ist die InDesign Challenge. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ihr geht auf irgendein Grundstück, ne, in den Baumodus, zieht eine Wand und setzt dann diese Wand auf die mittlere Stufe. Ganz wichtig, mittlere Wandhöhe erst einstellen. Und dann geht ihr in die Galerie und holt euch unter dem Hashtag InDesign Challenge, IDC10, Hashtag IDC10, holt ihr euch dann den Raum, den habe ich hier schon mal platziert, ne? Den könnt ihr dann einfach platzieren. Achtet dann auch nochmal drauf, dass die Wandhöhe wirklich die mittlere Wandhöhe ist, ganz wichtig. Und die dürft ihr dann fortan auch nicht mehr ändern. Dann richtet ihr das entsprechend ein, ne? Gleich dazu mehr, zu den Regeln, und ladet es dann wieder hoch, und zwar als Zimmer. Ihr klickt also den Raum an und wählt dann hier oben Speichern als Zimmer speichern, und dann packt ihr in das Beschreibungsfeld auch wieder den Hashtag IDC10 rein, und dann könnt ihr noch was dazu schreiben, wenn ihr mögt. Und das ist ganz wichtig, damit der hier drin steht, damit das von allen gefunden wird. Denn wir machen einen Showcase-Stream, also einen Livestream, wo wir uns eure erstellten Räume dann angucken, und ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Es gibt natürlich so ein paar Regeln, ne? Das ist zum technischen Ablauf. Das Thema ist Gegensätze, wie gesagt. Dieses könnt ihr interpretieren nach euren Vorstellungen, also komplett frei seid ihr da jeweils. Und diese Idee, diese Interpretation vom Thema Gegensätze, die ihr euch überlegt, die setzt ihr dann kreativ um in Form eines Raumes, den ihr quasi einrichtet. Und ja, das kann grundverschieden sein. Ich habe hier nur beispielhaft schwarz-weiß gemacht. Ihr könnt die Böden und die Tapeten frei ändern, wie ihr wollt. Das ist nur hier so quasi als Deko als erstes Element hier drin, aber ihr könnt auch was komplett anderes machen, also zum Beispiel Zwillinge, Kinderzimmer, unterschiedliche Charaktere, ne? So ein Hell-Dunkel-Gegensatz, wie ich es hier auch schon angedeutet habe. Oder ihr macht was Jahreszeiten thematisch, ne? Frühling und Winter oder so Sommer und Winter. Oder ihr macht was mit den Elementen, also Wasser oder Feuer zum Beispiel als Gegensatz. Oder ein ganz anderer Gegensatz, den ihr euch frei ausdenkt und eben umsetzt, ne? Das seid ihr wirklich komplett frei. Ihr könnt auch verschiedene Kreaturen aus Sims nehmen. Ihr könnt alles Mögliche machen, verschiedene Möbelstile verwenden, mit Farben arbeiten, ne? Gegensätze gestalten dadurch. Also ihr seid da wirklich komplett frei. Ihr müsst auch nicht rechts und links, ne, unbedingt hier den Gegensatz machen, dass ihr rechts das eine und links das andere einrichtet. Es soll schon ein Raum so irgendwie an sich sein. Natürlich kann der getrennt sein, muss er aber nicht. Ja, und alles andere ist eure Freiheit. Ich möchte jetzt gar nicht mehr noch mehr sagen. Ich bin gespannt, was ihr da draus macht. Es soll ja individuell sein und ja, sehr unterschiedlich auch. Ja, es soll dann auch aussehen wie so ein Theaterbühnenset, ne? Also stellt euch vor, hier sind die Zuschauer hier unten und die, ja, ist wie so ein Bühnenset oder so ein Katalogbild, ne? Die sitzen hier irgendwie mit ihrem Stuhl oder so und gucken sich das an. Das heißt, keine großen Gegenstände bitte vorne platzieren, damit die Sicht nicht versperrt wird. Es soll wirklich so aussehen, wie wenn man das so fotografieren könnte, ne? Und dann, ja, dann ist das eben, ne, alles sichtbar, was quasi zu sehen sein soll. Also nicht als Raum denken, sondern eher so als Set, als Bühnenset oder Katalogfotoset. Ne, da stehen auch keine großen Schränke oder so vorne dann. Ja, alles, was da ist, das muss genauso beibehalten werden. Natürlich, wie gesagt, bis auf die Böden und Tapeten, also die Farben der Böden und der Wände. Die dürft ihr natürlich ändern, komplett frei. Ihr dürft auch sogar Fenster und Türen ergänzen, wenn ihr das wollt, oder Säulen oder sowas. Aber der Raum an sich, der muss gleich bleiben. Also das heißt, ihr dürft nichts ziehen, nicht die Höhe verändern, keine Wände natürlich entfernen, keine Wände ergänzen, auch keine Halbwände ergänzen und auch nicht hier die Plattformhöhe oder so ändern. Und ansonsten seid ihr aber frei. Ja, falls ihr Fragen habt, gerne kommentieren. Ihr benötigt nur das Base Game, um mitzumachen. Falls ihr Packs und Sets habt, sind die aber erlaubt. Benutzerdefinierte Inhalte, also CC, sind nicht erlaubt. Und es gibt dieses Mal auch kein Simoleons, Geldlimit, Budgetlimit. Ich möchte euch einfach die Kreativität, die Freiheit lassen. Ja, ich freue mich auf den Showcase-Stream. Macht gerne alle mit. Ich bin wirklich gespannt, was ihr da draus wieder macht. Ich freue mich da mal wie so ein kleines Kind drauf. Der Showcase-Stream ist frühestens in 10 Tagen nach Upload dieses Videos, eher eigentlich nach 13 Tagen frühestens, ne? Aber falls mal was dazwischen kommt, 10 Tage habt ihr auf jeden Fall Zeit und eher noch länger. Und alles gibt es auch nochmal zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank euch jetzt schon mal und ja, haut rein. Viel Spaß. Euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.